Guten Abend. Könnt ihr euch an dieses Video erinnern? Wer will eine neue, bessere Schule? Teil 2, Grundschule. Neues Leitbild. Hier das Leitbild, die zwei wichtigsten Sätze und so weiter und so fort. Ich verlinke euch das hier oben, hier in diesem Bereich. Da ist ein i oder wenn nicht mit dem Handy, dann mit dem Finger drauf gehen und dann klappt das. Ja, spannend. Ich hatte dann aus dem Leitbild weiterhin vorgelesen, unsere nachhaltige Bildung der Kinder in Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, bringt sie dazu, sich frühzeitig und mühelos neues Wissen durch Lesen anzueignen. Das Lesen bedeutet auch Zerstreuung mit guter, kindgerechter Literatur zu finden. Ja, das bringt noch mehr. Und ich hatte dann gestern Nacht 22:26 Uhr auf meinem Telegram-Kanal diese Nachricht eröffnet. So, damit es grundsätzlich besser wird in unserem Land, haben wir eine Schule gegründet. Und damit die Schüler nicht erst verdorben werden, beginnen wir in der ersten Klasse. Siehe Leitbild und so weiter. Hier der Link. Ich werde euch den Link dann nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, also anbringen, denn das geht sonst nicht. So, und jetzt, also hier vom Bildschirm kriegt man den Link nicht. So, und jetzt habe ich das Leitbild natürlich noch ein kleines bisschen verbessert. Und zwar, ich zitiere, die Grundlage all dessen bleibt aber, also dass das alles so klappt und so weiter, dass die Kinder allerspätestens nach einem Schuljahr wegen des Trainings, oh, da fehlt ein S, der Feinmotorik, sauber, flüssig und richtig schreiben und flüssig, also sinnverstehend, lesen können. Ebenso beherrschen die Kinder spätestens nach 2 Schuljahren stets abrufbar die Grundlagen des Rechnens. 1 plus 1 und 1 mal 1 sowie deren Umkehrungen und Überschlagen der Ergebnisse und haben ein ausgeprägtes Verständnis von physikalischen Dimensionen. Zu allem kommt die Erziehung der Kinder zu Immanuel Kants Primärtugend, guter Wille. Und zu den Sekundärtugenden wie Ordnung, Fleiß, gegenseitige Hilfe, Sauberkeit, Anstand und Respekt vor der älteren Generation. Ja, dann noch viele Schulnoten und so weiter. Das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist also, so sieht also im Kopf die Website aus und da kann man sich diese ganzen Sachen erlesen. Ich bitte um Diskussion, denn jetzt kommt's. Ich erhielt dann, wenn man auf Kontakt geht, kriegt man auch die E-Mail-Adresse dieser neuen Schule, der soliden Schule Celle, heraus. Und ich erhielt heute Morgen 5:30 eine E-Mail. Und zwar von jemandem, dem das wahrscheinlich ja, keine Ruhe gelassen hat. Ich zitiere, und darum bitte ich jetzt auch zur Diskussion. Ihr Lieben, ich hatte bis eben euren Telegram-Kanal abonniert. Bis eben. Und mir das Konzept dieser Schule durchgelesen. Und ich habe richtig Bauchschmerzen bekommen. Hier geht es ja null ums Kind. Die Form des Ausdrucks und nach dem Komma dann hier groß weiterzumachen, wundert mich schon ein bisschen. Naja, wundert mich. Also vielleicht ahnt ihr ja auch, welcher Mensch da geschrieben hat. Also hier geht es ja null ums Kind. Es ist ein Konzept à la, jetzt kommen wir und zeigen euch mal, wie man das macht. Überhebliche Wichtigtuerei. Es geht nur darum, was andere Unis und Betriebe wollen oder um Kosten. Dass alle nach einem Jahr fließend und verständlich lesen und schreiben können, ist utopisch. Schon wieder ein Komma. Und enthält einen enormen Druck. Schüler sowie Eltern gegenüber. Bei Anstand und Respekt vor der älteren Generation, wird mir ganz übel. Anstand und Respekt jedem gegenüber, egal welchen Alters, sollte selbstverständlich sein. Und kommt von gegenseitigem Mitgefühl. Ansonsten betreibt ihr doch genau die Erziehung, die zu den aktuellen Zuständen führt. Ich bin enttäuscht. Lieben Gruß. Gut. Leute, das Letzte, ja, okay, so oder so, ganz egal. Ich bin sehr gespannt auf eure Diskussion, bleibt beim Thema. Alles andere könnt ihr dann hier, verlinke ich die üblichen Nachrichten, ne, also Diskussions-, also Kommentarvideo für alle anderen. Ansonsten könnt ihr gerne unten kommentieren, aber wie gesagt, zu diesem Thema. Und wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Das steht dann hier wie immer. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, bin mal gespannt auf eure Meinung.
Bis dann, bis zum nächsten Video und macht was. Aber macht's gut. Tschüss.